Ein wunderschönes Moment, hallo Leute, willkommen zu Let's Play Dead by Daylight auf der Xbox One. Ich habe endlich eine Lobby gefunden. Mit endlich meine ich wirklich, also ich will nicht sagen, aber ich saß jetzt hier schon knapp heute. Nun ja, eigentlich habe ich damit gar nicht gerechnet, dass ich das Spiel heute überhaupt bekomme. Naja, weil bei Amazon ist es bei mir so, wenn ich Sachen vorbestelle, bekomme ich sie eigentlich nie direkt am Release-Tag. Und heute ist, naja, gut, es ist halt zwei Tage schon nach dem Release-Tag, aber warum kann ich die nicht aufsammeln? Habe ich einen Bug oder warum kann ich die nicht aufsammeln? Ich konnte die doch erst immer aufsammeln. Okay, das ist weird. Das ist echt weird. Auf jeden Fall ist das erstmal eine zweite Runde Dead by Daylight als Killer. Also wirklich nur meine zweite. Ich habe erst eine Runde noch gespielt gehabt. Ich weiß nicht, was bei Dead by Daylight los ist mit dem. Hä? Achso, oh Gott, ich habe noch eine. Habe ich die nicht platziert gehabt? Hatte ich die nicht platziert gehabt? Ich könnte schwören, dass ich die platziert habe. Okay. Okay, auf jeden Fall, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mega auf das Game gefreut. Wirklich mega. Und ich freue mich auch gerade, echt, dass ich es endlich mal spielen kann, weil ich saß ersten. Und das ist jetzt wirklich keine Übertreibung, ist das ersten wirklich schon eine Stunde in der Warteschlange. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so eine Stunde wartet, dann ist es schon so ein bisschen. Da macht es nicht mal ganz so viel Bock, ne? Wenn man dann so Ewigkeiten warten muss. Auf jeden Fall, ich habe kaum Ahnung, was ich genau machen muss als Killer, weil das ja meine erste Runde ist. Ich probiere generell noch ein paar Sachen aus. Ich hau einfach mal hier noch so ein Ding hin. Ich höre einen. Ich glaube, ich habe gerade einen gehört. Ich hätte schwören, dass ich gerade einen Rennen gehört habe. Bisschen blöd, dass ich natürlich genau in der Sekunde noch eine Falle platziere. Ich höre ein bisschen auf, vielleicht höre ich einen. Auf jeden Fall in der letzten Runde, die ich gespielt habe, habe ich zwei Leute getötet. Oh! Was? Was ist das? Da ist einmal meine Falle gerannt. Ich bin auf dem Weg. Ah, ne, warte mal, das ist nicht Falle. Das ist beim Reparieren, glaube ich, wenn man da einen Fehler macht, ne? War das nicht das? Ich weiß jetzt nicht, wie beim Keller aussieht. Wie gesagt, zweite Runde Keller. Das Ding ist an, oder? Ne, das Ding ist nicht an. Aber warte mal. Vielleicht ist er. Ah! Das ist jetzt einfach gewesen. Auf jeden Fall muss ich mir jetzt irgendwie eine Falle besorgen und die dann dahin platzieren. Weil das Ding klingt so, als wäre es fast fertig und ich will da jetzt nicht, dass der Typ dahin rennt, das fertig macht. Das heißt, ich renne jetzt mal ganz schnell nach hinten, besorge mir die Falle und dann rechne mal wieder zurück und platziere die da. Das ist zumindest meine Strategie gerade. Ich habe noch keine richtige Strategie, weil das, wie gesagt, erst meine zweite Runde ist. Und ich gerade hoffe, dass ich alles einigermaßen richtig mache. So, und platzieren. Ich weiß nicht, ob es fertig ist, weil ich denke eigentlich mal, dass es angezeigt wird, wenn die fertig sind, dass sie oben so hell leuchten. Aber wie man sieht, leuchtet das Ding noch nicht. Das denke ich mal, das Ding ist noch nicht fertig. Oh, das ist, ach Gott, das ist das Ding, was brennt, Mann. Ich dachte gerade, ich habe Schritte gehört. Warte mal. Ich wusste es. Get up, Mann! Ja, Digga! Komm, jetzt renn nochmal meine Falle, Alter. Komm, renn nochmal bitte meine Falle. Tu mir den Gefallen. Warte mal, die kürze ich ab. Hallo, Baby! Verdammt! Was geht mich gerannt? Das ist gut. Was? Ich hab schon wenig getroffen. Wo ist er? Da ist er. Alter, in diesem Feld kannst du die Leute so schnell verlieren. Das ist der Wahnsinn. Jetzt geht. Ah, geht doch. Hinterher ist gerade reingerannt in meine Falle. Aber ich habe gerade andere Probleme.
Und zwar, wo hänge ich den Typen auf? Da hänge ich ihn auf. Auf dich zu wehren, Mann, das hat keinen Sinn. Auf dich zu wehren, das hat gar keinen Sinn, Mann. Und jetzt ran mit ihm. Fühlt sich gut an. So, und jetzt brauche ich das Ding, weil hier ist einer reingerannt. Wehe, da könnte jetzt einer hin. Wehe, jetzt hilft ihn irgendeiner. Ich wusste das! Verdammt! Komm schon, ein bisschen hin, die hat ein Medikit. Die ist dran. Nein, nice! Okay, die sind jetzt alle beide in diese Richtung gerannt. Der Herr. Wo sind die? Ich hab die aus den Augen verloren. Verdammt, haben die Überlebenden eigentlich eine Karte? Können die eigentlich sehen, wo der jeweils andere ist? Das würde mich mal mega interessieren. Oder ob die sich auch gegenseitig finden müssen. So wie ich die versuchen muss zu finden. Wie ich sie gehört. Was geht? So, einmal aufheben. Guck mal, ich hab hier direkt um eine Ecke einen Haken, habe ich gerade gesehen. Das ist natürlich praktisch, ne? Geht der jetzt hoch, oder? Ich muss da hoch. Ich hoffe mal, dass sie nicht entkommt. Die wehrt sich zumindest ganz schön. Ich nehm den hier vorne, der ist näher dran. Komm. Ich weiß nicht, wie lange braucht, bis sie frei ist. Okay, nice. Aber da ich jetzt schon so ein Ding habe, hau ich es mal direkt hier hin. So. Auf jeden Fall schon wieder irgendeiner meiner Falle reingelaufen. Das fühlt sich gut an. Ich will jetzt überlegen, ob ich jetzt hier campe. So nach dem Motto, da wird schon einer kommen und sich versuchen zu retten. Mann, ich weiß nicht, will ich jetzt hier stehen bleiben? Eigentlich will ich das wirklich. Ah, verdammt mal, ich hol mal eine Falle. Ich hole hier noch das Ding. Was? Okay. Wo hänge ich ihn an? Da hinten. Ich hänge ihn jetzt einfach mal hier hin. Einfach nur, weil ich es kann. Und ran mit ihm. Komm, jetzt eine Falle hinstellen. Komm schon, schaff ich das? Nein, die wird gerettet. Naja, die wird gerettet. Ah, verdammt, sie wird gerettet. Verdammt, die sind weg. Ah, die wird sich jetzt selber heilen. Und ich bleib einfach mal bei ihm hier. Ich stelle mich jetzt hier hin zu ihm. Vielleicht ist einer so blöd und kommt hierher. Weil guck mal, die können sich jetzt verpissen. Ich bin mal gespannt, ob die sich jetzt wirklich so sind, ob sie sich verpissen oder ob sie nachher kommen und ihm helfen. Das würde mich mal mega interessieren. Ich bin gespannt, ob die ihm helfen. Mein Gefühl sagt mir, die werden ihm nicht helfen. Aber wer weiß, ne? Wer weiß, warte mal. Ich könnte die Falle noch ein bisschen besser platzieren. Und zwar hier in der Ecke. Nein! Achso, oh, das ist das Ding, Alter. Ich dachte gerade frei. Ich dachte gerade, für eine Sekunde dachte ich, der wird frei gemacht. Gleich habe ich dich. Gleich habe ich dich. Dann habe ich wenigstens einen. Der Rest wird sich dann wahrscheinlich ganz schnell verpissen. Komm schon. Komm schon, ich weiß. Da hinten sind die alle. Ja, da komme ich nicht mehr hin. Kann ich machen, was ich will. Da hinten komme ich nicht hin. Ich warte jetzt nur, dass ich wenigstens ihn hier habe. Dann habe ich wenigstens einen Opfer. Oh ja. Warte mal, ist das ein Deadpool-Anhänger? Nee, das ist ein Alien, okay. Warte mal. Sieht aber ziemlich aus wie so ein Deadpool-Stecker. Oh, ein Stecker da. Seht ihr den? Über den MBR? Das ist schon ziemlich aus wie so ein kleines Deadpool-Ding. Oh! Dankeschön, dass du nochmal hingekommen bist! Dankeschön! Das hättest du aber nicht machen müssen. Wie lieb von dir. Mensch, dankeschön! Ach, meine ich, kann ich zweimal dasselbe Ding nehmen? Willst du mich verarschen? Ich muss irgendwie meinen eigenen Fallen ausweichen. Nicht, dass ich da selber reinrenne und sie dann fallen lasse aus Versehen. Nein, da will ich nicht rein. Und jetzt ran mit ihr. So, sie hängt am Haken. Nummer zwei. Ich könnte jetzt hier auch stehen bleiben. Aber ich könnte auch gehen. Aber guck mal, die anderen beiden sind noch unterwegs. Aber wenn ich jetzt hier bleibe, dann habe ich halt einen Safe Kill, Mann. Dann kann ich sagen, ja, Mann, Alter, der gehört auch von mir. Aber die hat sich auf jeden Fall noch nicht am Haken. Das heißt, sie wird hier noch ein bisschen hängen bleiben. Und ich weiß, dass hier einer unterwegs ist mit dem Medikit. Die kann sie ganz einfach wieder hochheilen. Na komm schon. Irgendeiner. Nee, es ist bestimmt noch irgendwo einer in der Nähe. Ist doch safe irgendwo einer. Ich kann einfach mal ein bisschen im Kreis. Ah! Hi!
Okay, ich hab schon gesehen. Da ist einer, der hat genau die Ultimate Medikit ist hier. Genau die Ultimate Medikit. Ich warte jetzt einfach, bis die fertig ist. Ich renne jetzt hier noch ein bisschen durchs Feld und guck mal, wo die Alte ist. Weil wenn ich die nochmal am Haken hänge, dann müsste sie instant tot sein. Wo ist sie denn? Die ist einfach nur weggerannt, Ich kann auch wieder herkommen, oder nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das gerade. Also Killer sein ist schon ziemlich geil, wenn ich das mal so sagen darf. Ich renne jetzt wieder mit so einem Kreis. Vielleicht fühlt sie sich dann wieder so nach dem Motto, ah, ich muss das angreifen. Komm schon, komm ran da. Hilf deinen Leuten. Komm schon, helf ihr. Geh doch mal ein paar Schritte zurück. Und sie ist weg. Nice. So, und sie wird jetzt auch, ganz schnell verpissen. Ich habe nochmal die Falle. Der dürfte der Ausgang gewesen sein. Genau, ich renne jetzt ganz schnell zum Ausgang. Ich renne da jetzt ganz schnell hinter, weil ich da stehen bleiben, falls die eine da lang will oder sie ist schon vor mir. Komm schon. Hab sie gerade, glaube ich, gesehen. Okay, seht ihr zwei Auswege. Einmal den hier. Ready. Okay, einmal den und den anderen. Vielleicht rennt sie aber auch noch irgendwo rum und versucht sich zu heilen. Weil sie dann noch mehr Punkte bekommt. Das kann sein. Dass das Ding nicht zumachen kann, Mann. Weil sie steht direkt hier vorne und rennt weg. Ja, was habe ich gesagt? Leute! Na! Ah, ich habe wenigstens noch Punkte gekriegt, dass ich sie gefunden habe. Nice. Knallharter Sieg. Oh yeah! Das gibt wieder richtig fett Punkte. Oh yeah, und ich würde sagen, das war's dann gewesen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, falls noch eine kommen wird, Mann. Weil ganz ehrlich, ich habe nicht Bock, immer eine Stunde zu warten, bis ich irgendwann mal eine Lobby finde. Das ist schon ziemlich annoying. Deswegen würde ich sagen, erstmal wir hauen rein. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch eine Lobby finde. Aber ich kann es nicht versprechen. Aber ich denke mal, mehr wird erstmal dieses Woche nicht mehr kommen. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.